So, dieses Video soll jetzt ein weiteres neues Let's Play sein, und zwar nenne ich das jetzt die Erz übereinander Geschichte. Mach einfach nach so eine neue Weltkopie von. Also der Modus ist natürlich auf Überleben. Weitere Weltoptionen, dann mache ich mal kein Seed rein, sondern leer lassen, angepasst. Angepasst. Der Meeresspiegel ist ein bisschen höher gelegt. Die Höhlen sind da, Festungen nein, Dörfer ja, Minen nein, Tempel nein, Ozeankomponente nein, Schlucht nein, Verliese ja, Verlies Anzeige von 100, Welt dem nein, Lavasee nein, Lava-Ozeane nein, alle Biome, Biomgröße 6, Flussgröße 4. Weiter, die Erde, Kies, Granit sind komplett ausgestellt, Diorit und Andesit auch, Steinkohle existiert nur von 66 bis 75, Eisen erst von 57 bis 64, Gold jetzt von 46 bis 55, Redstone von 34 bis 44, Diamant von 21 bis 32 und Lapis Lazuli sozusagen darunter. Und dann habe ich hier noch so die Werte hier ein wenig erhöht, wenn ich vielleicht jetzt noch ein bisschen machen. Und das sind erstmal die Einstellungen und damit werde ich erstmal eine neue Welt generieren lassen. Heißt, da sind die Erze sozusagen übereinander geschichtet. Man findet direkt an der Oberfläche massig Kohle, wo man eigentlich schon auf 4 bis höchstens 76 oder so geht die Kohle hoch. Oder 74, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall geht die Kohle nicht so weit hoch, dass man die auch auf Höhe 255 noch finden könnte, wenn ein Wert so hoch gehen würde. Und ich habe jetzt die Seed geändert. Wo spawn ich denn jetzt? Oh, ich bin unter Wasser gespawnt. Das ist nicht so gut. Unter Wasser. Zack, ich krieg schon Schaden. Das fängt schon mal schlecht an. Ich bin gleich tot. Zack, ertrank. Anscheinend läuft das so gar nicht. Oh, Bad Walk. Lapis Lazuli, Diamant. Das schaffe ich gar nicht mal. Ich glaube, ich muss eine neue Welt erstellen. Ja, ich mache eine neue... Oh, jetzt bin ich woanders gespawnt. Aber ich glaube, ich mache eine neue Welt hier. Ich glaube, ich mache eine neue Welt, weil die ist nicht gut genug für so Let's Play. Daher werde ich diese löschen, nochmal neu machen, überleben, kein Ziel rein, angepasst, den Meeresspiegel mal hier auf 64 legen, oder 63, ja so, und die restlichen Sachen lasse ich einfach so. Ich glaube, ich werde das eine, was ich eben gemacht habe, rausschneiden. Also wenn ihr wünscht habt, dass ich das rausschneide, würde ich natürlich das Video sozusagen als weitere Version verlinken, dass das... Oder es ist auch mal ein bisschen nett, so ein Fail zu beginnen. Es ging dann wirklich hier ganz weit hoch. Aber ich bin dann an einer Gläserbiom gespawnt. Aber es ging dann senkrecht hoch. Teilweise bis Höhe 255 da. Höher geht's ja gar nicht. Dann mache ich eine zweite Welt, die ist schon besser. Geht direkt in eine Höhle los, also da ist ein relativ hoher Berg. Dafür achten, ne? Da ist unten ist Kohle. Kann ich da so gefahrlos runterspringen? Ja, da kann ich gefahrlos runter. Ich bin an Extreme Hills und da ist Eisen. Über das Eisen ist Kohle. Hier ist alles Kohle. Ich muss erstmal gucken, wo ich Bäume finde. Weil ohne Bäume kann ich hier nichts machen. Also erstmal diese X- und Z-Koordinaten ausblenden. Zombies. Kohle,
Nur nicht hin. Das ist hier ein Dungeon. Scheint hier ein Dungeon zu sein, aber ich brauche ja erstmal Holz. Es geht aber auch gewaltig hoch, ja. Zuckerrohr bringt mir auch nicht viel. Und auch das Kohle, was man hier sieht, das bringt auch im Moment noch nicht viel. Weil ich erstmal einfach Holz holen. Hier geht's in eine Höhle rein. Aber hier sind nicht diese Zombies, die man da eben gehört hat. Das ist eine Blumentextur-Bug. Hier werden wir ein bisschen hochkommen. So komme ich ein bisschen höher. So, jetzt bin ich wieder auf dieser Ebene. Es geht schon das Hunger weg, aber ich habe hier Schweine, aber. Jetzt kriege ich auch die Samen hier. Ich kann die Samen abklopfen, damit ich. Na, abklopfen will ich hier. Hier sind auf jeden Fall viele Tiere, aber ich brauche erstmal. Erstmal Holz. Das ist übrigens mein insgesamt drittes Let's Play, wo mit Customized erstellt wird. Und zwar hier habe ich auch die Erze auf maximal hergestellt. Allerdings sind die nicht direkt von einer Oberfläche zu finden. Die sind nur von, also deswegen ist hier weit oben keine Kohle. Weil ich das nur bis 76 oder so vorkommen lasse. Jetzt erstmal hier nach Bäumen suchen. Kannst halt hier 15 Samen abschlagen. Das sind so lange die so lange die Blumentextur. Kein Wald im Licht hier. Oh, das ist ein Dorf. Da vorne ist ein Dorf. Das ein Dorf ist. Vielleicht, da kann ich mich ja für den ersten Nacht niederlassen. Ja, auch eine gute Empfehlung in ein Dorf, sozusagen. Hier schon mal ein bisschen Weizen fertig. Ich habe ja hier ein paar Körner schon gesammelt. Nehmen wir es mal mit. Vorher schon mal ein bisschen Weizen. Ist noch so ein Weizenfeld. Ein bisschen ist das schon fertig. Dann sogar Karotten. Aber wie macht man jetzt nicht nur Karottensamen? Wie heilen die denn? Eineinhalb. Geht ja noch. Oh wie werden Karottensamen gecraftet? Muss ich anscheinend noch, bevor ich den zweiten Part mache, machen. Also gucken, wie Karottensamen gecraftet werden. Weil da haben wir mich noch nicht auseinandergesetzt. Ich dachte, man könnte aus Karotten normal Samen. Geht aber anscheinend nicht. Die Schmiede ist hier auch nicht. So, als sie sonst immer in Sicht. Wow, das ist schon recht cool hier. Dass ich hier zumindest schon mal Nahrung bekomme. Und
Ich suche jetzt mal hier ein paar Bäume. Wo sind denn hier Bäume? Ich kann mir ja auch noch kein Brot craften, da ich gleich noch mein Crafting-Table habe. Vielleicht hier noch ein bisschen mehr Samen ab. Vielleicht finde ich hier mal ein Waldbiom. Und ich kann für jedes erste Mal spezifisch immer auf bestimmte Höhe runtergraben, um das Ganze, um das dann sozusagen unendlich oft zu haben. Immer noch. Es ist immer noch kein Wald in sich. Das stört ein wenig, dass ich immer noch kein Holz habe. Dann wird es halt, dass man ein bisschen Holz nicht finde. Davon ist Lava. Das brennt sogar da hinten. Hier ist eine Ebene und hier ist ein eine tiefe Schlucht. Fast wie ein Grand Canyon. Und ich habe immer noch kein Holz. Und ich befürchte, dass ich wahrscheinlich die erste Nacht unbewaffnet bin. Weil ich einfach kein Holz finde. Mit der nur Karotten. Oh, da ist er Holz. Ich werde mal die Karotten hier essen. Jetzt ist mein Hunger einfach wieder voll. Geht schon mal in eine Höhle rein. Also hier könnte ich mich vielleicht niederlassen. Aber ich grab mich aufgrund der Tageszeit erstmal schon dann hinein. Ich bin ja nämlich schon im späten Nachmittag. Das ist normal ein bisschen zu spät eigentlich, um... Hat den Erfolg dreimal auf Holz geklopft erzielt. Ich kann jetzt mal hier ein bisschen Holz abbauen. Mein allererstes Holz. Es wird schon dunkel fast, also die Sonne ist da schon am Untergehen. Jetzt dann irgendwie nämlich aus den Weizen auch Crafting Box und 4 Sticks. Zack, Holzbezacke. Crafting Box nehme ich wieder mit. Und grab mich dann in den Berg ein. Und hier sind auch Schafe, das ist schon mal gut. Hier sind genug Schafe, um erstmal ein Bett zu machen. Aber erstmal würde ich mir erstmal Stein holen. Um ein Steinschwert zu machen. Und dann noch Steinwerkzeuge. Hier so ein Raumgraben. Weil ich in der hohen Höhe bin. So wie groß soll der Raum sein? Ich glaube, ich mache den erstmal 5x5 groß. Kann ihn jederzeit erweitern. Also 5x5 hoch. Nein, 5x5 und dann 3 Blöcke hoch. So wird der Raum werden. Das wäre 5x5 mal 3 werde ich mit der Holzspitzhacke nicht ausgraben können, weil das wären nämlich 75 Blöcke und die Holzspitzhacke hat einen Wert von 60. Damit kann ich 60 Blöcke abschlagen. Wie der Durability-Wert. Die ist zwar hier nur bei 59, aber man kann einen Block mehr abbauen, weil der Wert 0 zählt auch noch. Von 1 auf 0 geht noch. Und es wird schon dunkel draußen, also. Und jetzt gleich auch kaputt.
zack, ist sie auch kaputt. Jetzt hier direkt eine Steinspitzhacke, ja, Steinspitzhacke machen. Und dann noch eine Steinaxt. Steinaxt und Steinspitzhacke und am besten noch ein Steinschwert hier. Falls noch ein Monster kommt. Steinschwert. Weil es ist nämlich jetzt Nacht geworden und jetzt muss ich ja noch mal raus, um Holz zu holen. Also mehr Holz. Jetzt haben wir durch auch schon mal einen Zombie oder Creeper jetzt gegenüberlaufen. Weil es anscheinend hier noch nicht der Fall ist. Die Nacht hat nämlich erst begonnen. Am schlimmsten müsste man das eigentlich Mitternacht machen. Da ist Kohle, also die Kohle muss ich auch noch holen. Wo ich von meinem Ofen ja auch Stein zu. Also Stein brauche ich sowieso für den Ofen, aber die Kohle muss ich ja eigentlich nicht schnappen. Den Baum machen wir noch. Das sollte erstmal reichen. Hier mal hochzukommen. Baue ich hier nochmal mal den Kohle ab. Ich mache jetzt mal 18 Blöcke. Dürfte erstmal reichen oder so. Oder 20, weiß ich gar nicht. 20 sind das. Egal, ob es 18 oder 20 sind. Hauptsache, ich kann erstmal Fackeln machen damit. Das Schwert bereithalten. Da sind hier Monster gespawnt. Ja, da ist eine Spinne gespawnt. Eine Spinne gespawnt. Jetzt muss ich mich mal angreifen. Monsterjäger, wenn ich den Erfolg bekomme. Das sind Schafe. Aber ich glaube, ich erspare mir das erst nach drei oder ich kann es auch machen, mit drei Schafe töten, aber ich will lieber die Scheren, damit ich dann unendlich Wolle kriegen kann von denen. Kann ja immer gut sein. Erstmal wieder ein paar Fackelchen erstellen. Vier Stück, ich muss erstmal den 1, 2, 3, 4, 5 mal 4 ist er jetzt. Also noch einen Block reingraben. Und dann sind ja Tage, jetzt werde ich den Part beenden. Also ist es auch erst Nacht. So, Birkenholz. Noch ein paar mehr Fackeln will ich haben. 20 Fackeln erstmal. Zack, 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 und zack, und eine Tür. Brauche ich ja auch noch. Eine Birkenholztür. Das dann lieber rum? Nein, ist nicht. Der war auch steil hoch hier. Zwei Türen, dann brauche ich jetzt dann. Zack, einmal rum. Ah, musste einmal niesen, aber. Ach, Kürbisse brauche ich gerade nicht. Dann brauche ich Porzellan. Sternchen nicht. Eichenholz lasse ich drin. Diesen Birkenholz lasse ich drin. Bruchstein brauche ich nicht so viel. Setzling brauche ich nicht. Samen brauche ich nicht. Zuckerrohr brauche ich nicht. Weizen lasse ich drin. Damit ich erstmal Brote machen kann. So. Dann kann ich die zwei verpacken, 18 Karotten bleiben drin. Jetzt muss ich spinnen, kann weg. Er kann auch weg. Und jetzt kann ich mich auch ein bisschen runtergraben. Und zwar bis ich aus Eisen stoße. Ich habe es ja so eingestellt, dass es ab einer gewissen Höhe ganz viel Eisen vorkommt. Dann werde ich mich einfach mal ein bisschen runtergraben. Ein paar kann aber vielleicht auch noch ein bisschen länger werden, wenn das Runtergraben nicht genau weiter ans Tag wird.
oder ich werde vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen, damit ihr euch den Part ein bisschen länger genießen könnt. Und ob euch das gefällt, dann mache ich weitere Parts. Meistens immer so, sollten 15 bis 20 Minuten lang werden. Da ist schon die erste Kohle. Jetzt bin ich in der Kohleebene, ich muss mich jetzt bis zum Eisen runtergraben. Zack, das ist auch schon ein roter Balken, also auch gleich davon. Das sind immer nur etwa 10 Blöcke, die ich da gemacht habe. Wie das Erz. Das heißt, ich dürfte jetzt gleich schon auf Eisen stoßen. Immer noch ein bisschen Kohle. Und immer noch Kohle. Damit steigt auch die Erfahrung ordentlich an. Immer noch Kohle. Noch eine Fackel. Spitzhacke ist gleich weg. Ich will natürlich aber noch das erste Eisen damit kriegen. Scheint ein relativ riesiges Vorkommen an Kohle zu sein. Weil einfach kein Eisen in Sicht ist. Da kommt das erste Eisen. Ich glaube, ich werde den Raum später auch 3 Blöcke lang machen. Und mir ist die Spitzhacke ausgegangen. Ich muss also wieder hoch. Ich glaube, es wird schon wieder Tag bald. Und wie spät ist, na, ist noch Nacht. Noch ist es Nacht. Jetzt werde ich diesen einen Birkenholzer brauchen, so. Ich brauche sowieso noch mehr Spitzhacken hier. Also jetzt mit 2 weitere Steinspitzhacken. Hier ist die Kohle. Grabe ich noch ein bisschen tiefer. Jetzt kommt hier das Eisenebene. Ich habe so gemacht. Kohle, Eisen, Gold, Diamant. Nein, Kohle, Eisen, Gold, Redstone, Diamant. Wieder eine Fackel hin. Also Mensch, mein meist aufgerufenes YouTube-Video ist dieses Silvester werden hat. Stand vom 20. September 2014, 2170 Aufrufe. Wäre gut, wenn ich da das erste Video mit 10.000 Aufrufe bekommen würde. Das würde noch ein Weilchen dauern, weil wenn sie das nur 1 bis 2 Mal am Tag aufrufen, dann könnten gerne ein paar mehr Aufrufe kommen. Da taucht schon das Gold auf. Weiter kann ich erstmal nicht graben, weil ich eine Eisenspitzhacke dann brauche. Ja, erstmal so. Noch diese beiden Blöcke weg. Der kann auch noch weg. Aber jetzt erstmal muss ich wieder hoch. Eine Steinspitzhacke machen. So viel Kohle hier unten. Hier oben kommt überhaupt kein Erz vor. Hier ist nur Stein. Ich muss mir erstmal einen Ofen hercraften. So, habe ich jetzt heiße Angelegenheit. Platziere den Ofen hier hin. Nehme 64 Stack Kohle. 32 Eisenerz. Kann ich den wegpacken. Die Kohle lasse ich drin. Weil erstmal bis 2 Eisen fertig sind, kann ich mich erstmal Schere machen. Zweite Eisen Steinspitzhacke, die kann ich ja noch anders die beiden aufbrauchen. Nehme ich jetzt hier die vielleicht auf 3 Blöcke erweitere. Schere. Es ist schon der Tag geworden, aber ich glaube, beenden will ich erstmal noch nicht. So. Ich 3 Wolle. Oh, da hat mir direkt 3 gegeben. Kann ich mir jetzt ein Bett machen und ich hoffe mal, dass der Part euch gefallen hat. Gebt das Video auch nach oben, wenn ihr es weitersehen wollt. Teilt das Video mit den Bekannten, werden wir aufrufen. Und abonnieren über dieses Video bedeutet sowieso, dass ich weitere Videos machen will. Bis dann und ciao.